What's up? Heute machen wir einen Mukbang based on Korean Food, weil ich hatte richtig Bock auf diese Corn Dogs und dann hatte ich Bock auf Ramen und es gibt jetzt die hier in Kimchi Flavor. Natürlich habe ich nicht alles reingemacht, weil ich hatte nicht vor zu sterben, nicht diesmal. Aber Spicy Bulldog Kimchi Flavor, dann habe ich hier Kimchi Pancakes, Corn Dogs, Kimchi, so süßliche Kartoffeln, Milkies, zwei Milkies. Das ist jetzt unser Essen. Wir essen erstmal die Corn Dogs, weil die sind gerade fertig geworden und ich hoffe, wir kriegen so einen Cheese Pool. Ich habe die in Mini gemacht, weil... Einfach weil. Oh ja. This is what we want. Stimmt's? Das. This is what we need. Isn't it pretty? Instagram. But make it fancy. This is what I need. First, some kimchi. Also ich hatte echt Bock, einen Mukbang zu machen. Eigentlich hatte ich Bock auf die, wie gesagt. Weil wie gesagt, jedes Jahr gehe ich in Urlaub. Eigentlich. Momentan geht's ja nicht. Und jedes Jahr gab es geiles Essen. Und dieses Jahr hatte ich leider nicht so geiles Essen. Und ich habe mir Videos angeschaut und es war so geil. Dieser Cheese Pull. Und dann dachte ich mir, ich muss es einfach auch machen. Ich habe diesen Kimchi für alle Frankfurter beim Koreaner geholt. Und da hole ich den meistens immer. We love some Kimchi. Dann habe ich mir noch Kimchi Pancakes gemacht. Ich habe hier noch Sojasauce und Sweet Chili Soße habe ich zusammen gemischt. Und einfach dip. Ich war zwar bisher nur einmal in Korea gewesen, aber in Tokio gibt es auch so ein Korea Town, das heißt Shinokubo. Und da haben wir auch richtig viel koreanisches Essen gegessen. Richtig gut. Und da habe ich auch das erste Mal diesen Corn Dog gegessen. Und I want it. I wanted it. Ich habe zwar diesmal echt so ein bisschen gecheatet mit diesem Teig. It's still delicious. Das Ding ist, Leute, ich habe jetzt viel hier zu essen gemacht. Ich kann nicht so viel essen. Ich esse zwar voll gerne und ich würde auch am liebsten Mukbangs machen, wo ich einfach reinstopfe und esse. Würde ich am liebsten machen. Aber mein Problem ist, ich kann nicht viel essen. Leider. Und ich liebe es zu essen. Das haben wir alle gemerkt. Aber ich kann leider nicht so viel essen. Das sind Glazed Potatoes als Side-Dish. I love it. Das ist richtig gut mit Reis. Das habe ich noch nicht gegessen. Das hier haben wir noch nicht gegessen. Seht ihr das Ei? Eigentlich schon. Oh yes. Direkt auf die Nudeln. Oh yes. Er hat genau die richtige Schärfe. Also ganz wenig. Ich mache weniger als die Hälfte rein immer. Weil, ihr habt gesehen, ich kann das wirklich nicht. Ich kann es wirklich nicht. I would love to. Würde ich gerne scharf essen können. Wenn ich könnte, würde ich scharf essen. Aber ich kann nicht. I guess, Cheese Pull ist vorbei. Deswegen habe ich es auch zuerst gegessen. Habe ich hier noch ein paar Enoki-Pilze. Und Tofu. Und es ist richtig lecker. Alles.
Und macht euch keine Sorgen. Das ist alles, was ich nicht esse oder was ich nicht schaffe. It's not going to waste. Ich habe meine Mitbewohner, die essen es dann, wenn ich nicht mehr kann. Eigentlich wollte ich noch Dabbukis machen und ich war heute im Asiamarkt und in 2 Stück sogar. Und die hatten einfach nur diese flachen Rice Cakes. Da hatte ich keinen Bock mehr. Deswegen habe ich die einfach mit in den Nudeln angebraten. Das nächste Mal machen wir irgendwann. Irgendwann machen wir richtiges Rapuki. Und eigentlich wollte ich noch Kimbap holen, weil alles green-themed sein sollte. Aber ich dachte, das wäre einfach komplett overkill. Weil das hier schaffe ich schon nicht. Am liebsten koche ich eigentlich für Leute, damit die alles auch aufessen. Mache ich auch meistens. Meine Mitbewohner essen alles auf. Wisst ihr, was auch voll geil wäre? Weil ich mir für eine Sekunde überlegt habe, Korean Barbecue zu machen. Weil wir machen eigentlich relativ oft Korean Barbecue zu Hause. Aber ich will nicht in meinem Zimmer Korean Barbecue machen. Ich kriege den Geruch hier nie wieder raus. Vor allem nicht aus meinen Klamotten und alles. Deswegen war ich so, maybe nicht Korean Barbecue. Aber ich hätte jetzt auf jeden Fall nichts gegen Schweinebauch. Wir waren einmal in Korea, waren wir Korean Barbecue essen. Und da gab es so ein eingelegtes Blatt. So ein Blatt, was eingelegt wird. Ich zeig's euch mal hier. Und ich weiß nicht, was es ist. Es hat ein bisschen so säuerlich geschmeckt. Und es war so geil. Also, falls ihr wisst, was es ist, sagt mir Bescheid, weil ich habe keine Ahnung. Oder wo man das herbekommt. Weil ich hatte es auch noch nie im koreanischen Supermarkt gesehen. Ich will nicht zu denen hingehen und fragen, habt ihr diese eingelegten Blätter? Kann ich auch nicht machen. Wisst ihr, ich meine, kann ich auch nicht bringen. But I would love to have it. Aber das mit Schweinebauch war richtig lecker. Ich will auf jeden Fall diese Contents mal richtig ausprobieren. Halt mit so einem richtigen Teig, wo mit so einem Hefeteig, wo ich das so reindünken muss, drehen. Und dann mache ich Zeugs drauf und dann frittieren. Das mache ich irgendwann. Nicht heute. Irgendwann. Vielleicht demnächst, aber nicht heute. Aber es war auch schon nicht schlecht. War noch lecker. Wisst ihr, was das Problem auch ist? Wenn ich das alles gemacht habe, mehrere Sachen habe ich auch genascht. Das wird mir jetzt zu famous. Boah, die Stelle war ein bisschen scharf. Aber ihr anscheinend nicht richtig umgerührt. No. Joa. Bin lange im Bett. Wisst ihr auch, auf was ich auch voll Bock hatte? Auf Korean Fried Chicken. Weil das beste Chicken, was ich je hatte, war ungelogen in Korea. Da war ich mit ein paar Freunden, waren in Korea, sind einfach rumgelaufen. Dann sind einfach in irgendeinen Laden reingelaufen, weil wir Hunger hatten. Und dieser Laden war so geil. Weil wir hatten schon geiles Korean Chicken in Shinokubo, wie gesagt, in Japan. Aber das in Korea war anders. Das war so geil. Ich wüsste jetzt nicht mal, wie man dorthin kommt. Aber es war so knusprig und die Soße war so geil und es war so saftig. Mm, das war anders lecker. Was ist das Beste, was ich in Korea hatte? War safe Korean Fried Chicken. Es war richtig lecker. Dieses Blatt da, Korean Barbecue und so war auch geil. Aber dieses Korean Fried Chicken. Das war hart. Ich träume noch nachts davon, das war so lecker. Das Problem ist auch, warum ich nicht so viel essen kann. Ist, weil ich während ich esse sehr viel trinke. Was nicht so schlau ist. Aber irgendwie habe ich es mir so angeeignet. Ich muss immer trinken, wenn ich esse. Ich habe das Gefühl, ich verdurste, während ich esse. Ich muss zugeben, dieses Kimchi Bulldog Flavor ist nicht so geil wie das Original. Das
Original. Die Nudeln sehen ein bisschen anders aus, ich weiß nicht. Vielleicht lasst mich gerade täuschen, ich habe sie lange nicht mehr gegessen. Aber das Original gefällt mir einfach besser. Nicht, dass es schlecht ist. Das Original ist besser. Aber ich wollte Kimchi-Flavor probieren. Ich überlege gerade, ob ich das zu Ende esse oder meinen Mitbewohnern gebe. Welches? Also ich könnte es doch essen. Maybe bekomme ich Bauchschmerzen, wenn ich alles zu Ende esse. Ich riskiere es nicht. Eigentlich habe ich Bock, wieder so Videos zu machen, die über mehrere Tage gehen. So, ich mache eine Woche lang das und das. Und ich habe auch voll vieles vor. Und ich weiß auch, was ich machen will. Aber ich habe keine Energie. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin so ausgelaugt in letzter Zeit. I don't know what it is. Und was das ist, weiß ich auch nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Es war eines Tages da. Dann wurde es richtig schlimm. Dann hat sich eine Kruste gebildet und dann habe ich es abgekratzt. Passt es zu dem Thema gerade? Es tut mir leid, wenn ihr gerade isst. Naja, I'm disgusting. Ich merke schon wieder. Ich rede wieder so viel Mist. Und ich nicht weiß, was ich labern soll. Also, mein Favorite waren die Corn Dogs. Kimchi Pancake. Ranken wäre schon schwer. Falls ihr Videoideen habt, könnt ihr die mir natürlich auch schreiben. I would appreciate it. Ach, ich nicht mehr. Ich würde so gerne wieder reisen. Auch gern nochmal nach Korea. Diesmal mit einer Freundin, also diesmal mit mehreren Freundinnen natürlich. Aber mit einer bestimmten Freundin, die hat dort mal eine Zeit lang gewohnt, damit die mich auch rumführen kann. Weil das letzte Mal, als ich in Korea war, war ich nur 3 Tage da. Ich hatte nicht so viel Ahnung. Es wäre auf jeden Fall viel besser geworden, wenn jemand da gewesen wäre, der es mir gezeigt hat. Aber auf jeden Fall, ich vermisse es einfach zu reisen, Leute. Ich kann nicht mehr. It was my only joy in life. Reisen war echt das Beste an allem. Jetzt kann ich nicht mal mehr reisen. Ah ja, hat jemand von euch Startup angefangen? Ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Memes von Startup, von einem K-Drama-Startup. Lohnt sich der? Den letzten Drama, den ich angeschaut habe, war it's okay not to be okay. Er war okay, aber nur okay. Und ich habe mich da irgendwie voll durchgequält. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob ich Startup anfangen soll. Weil Startup hypen anscheinend auch voll viele Leute. Aber it's okay not to be okay haben auch so viele Leute gehypt. Deswegen frage ich euch, lohnt sich das zu anschauen? I mean, wir haben jetzt Zeit für K-Dramas. Oder? Best K-Drama of the year, würde ich sagen. War Itaewon Class dieses Jahr? Also die letzten K-Dramas, die ich mochte, war Itaewon Class und Crash Landing on You. Weil Crash Landing on You ein bisschen all over the top war. Aber ich mochte es. Ich muss mir wieder K-Dramas anschauen. Wisst ihr, was ich nicht verstehe, wie die das gemacht haben? Jetzt so K-Drama-Top, okay? Mein erster K-Drama, den ich angeschaut habe, Boys Over Flowers. Wie von ganz, 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 ganz vielen Leuten. Und die Quali damals war shit. Die Quali war shit, aber ich habe den K-Drama geliebt. Ich habe ihn locker 5-mal mehr durchgeschaut. Was ich wissen will, habt ihr nochmal Boys Over Flowers angeschaut? Wie haben die es erstens geschafft, Qualität irgendwie hochzumachen? Wie nehme ich etwas auf und mache danach die Qualität besser? I don't know. Auf jeden Fall ist die Qualität irgendwie besser geworden. Maybe, weil ich nicht mehr so streame. Ich weiß nicht. Und die haben bei manchen Szenen die Musik verändert. Und das fand ich nicht so geil. Why? Bei manchen Szenen ist jetzt ganz komische Musik. Which I not appreciate. Aber ja, müsste mal wieder ein K-Drama anschauen. Ich kann nicht mehr. Das war das Video für heute. Ich habe mich am Anfang beschwert, dass das Licht so am Arsch ist und es so dunkel ist und ich Zeitmanagement nicht schaffe. Aber ich lasse mir jetzt einfach Zeit. Ich drehe es einfach immer ab. Ich gebe mir gar nicht mehr die Mühe, morgens irgendwas zu. Also morgens, mittags. Es wird schon gegen 3, 4 wird schon voll düster. Ich gebe mir nicht den Hackmack, alles vorher zu machen. Oh ja, jetzt könnte ich auch wieder direkt schlafen. Ich will das gar nicht aufräumen. Gehen wir starten? Ja, das ist genug Footage. Ich habe euch genug zugelabert heute. Bis dann.